Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Outriders. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Wir sind hier immer noch in der Story-Mission drin. Wir sollen wahrscheinlich zu dem Gipfel da hoch. Ich stelle einen Empfänger über den Baumwipfeln auf, um das Signal zurückzuverfolgen. Okay, machen wir. Aber wenn es uns hier gleich mal eine Jagdmission anbietet, würde ich sagen, wir machen die erstmal fix. Da drüben ist auch noch eine. Und dann können wir weitermachen. Wir verfolgen die gleich mal, finden die Kreatur in den alten Ruinen. Ich nehme nur mal ganz schnell den Flaggenpunkt ein. Nur für den Fall der Fälle, dass nachdem wir, die Bestie besiegt haben, Mann, quatschen geht heute mal wieder gar nicht. Wenn wir die Bestie besiegt haben, eventuell kriegen wir dann so einen Schnellreisepunkt und können dann relativ fix wieder hier vor. Das wäre ja schon mal ziemlich geil. So. Zackenkamm. Ja, bist ein guter Hochspringer. Wir sind alle sehr, sehr stolz auf dich. Wusste ich doch. So, kommt her. Jetzt müssen wir wieder ein bisschen drauf achten. Ich muss immer diesen Lebensentzug machen, dann kriegen wir wieder ein volles Magazin. Genau, so sieht's aus. Perfekt. Dann können wir hier schön mit den Lavageschossen durchballern. Und uns geht keiner mehr auf die Nerven. Feldstufe 10 haben wir fast erreicht. Bin mal gespannt. Ah, macht jetzt die Lavageschosse weg. Scheiße. Das ist ein bisschen doof, dass er die Fähigkeit dann abbricht. Weiß nicht warum. Wenn ich einmal Geschosse im Magazin habe, sind die nicht direkt weg, nur weil ich schnell was abbaue. So, töte Zackenkamm. Jetzt haben wir keine Lavageschosse. Ist doch Mist. Wir müssen mal noch ganz kurz warten. Beziehungsweise können wir ja eigentlich auch schon mal so ein bisschen drauf ballern. Wo ist er denn? Das sieht doch aus wie einer. So, und Lavageschosse. Wo hat er denn seinen kritischen Punkt? Vorne auf dem Kopf? Ja. Ah, geh weg mit der Scheiße. Oh, wir müssen uns unbedingt erstmal um die hier kümmern. Aber die sind zum Glück relativ schnell weg mit den Lavageschossen. Komm schon. Aua. Wir brauchen bald mal Lebensentzug. Mist. Jetzt haben wir das erste Geschoss, das erste Magazin schon verballert. Oh Gott, das sind aber viele. Geht mal alle weg. So, jetzt lebt bloß noch einer. Würde mal noch ein bisschen nutzen. Macht beide bitte. Scheiße, nur 36 Schuss zurückbekommen. Naja, gut, aber der ist ja fast tot. Oh Gott. Ah, jetzt kommt hier noch. Nein. Kommt hierher. Dürfen auf jeden Fall nicht sterben. Ja, so schwer ist es eigentlich nicht. Na gut, Zackenkamm ist gleich tot. Wahnsinn, wie schnell der jetzt gefallen ist. Ach, geh doch weg, Alpha. Da ist der Alpha ja gefühlt. Also der hält mehr aus, gefühlt. Kann ich den hier Asche-Dings machen? Nee, wirkt bei dem wieder nicht. Jetzt haben wir Lava-Geschosse. So. Bam. Ja, war doch mal easy. Bin mal gespannt, wie es gleich auf Feldstufe 10 läuft. Aber aktuell kommen wir hier wirklich ganz entspannt durch. Eine Hose, ein Gewehr, aber irgendwie alles schlechter als das, was wir schon besitzen. Munition brauchen wir. Achso, wir haben die Lavageschosse noch drin. Warum nimmt das nicht auf, glaube ich. Sind sie immer noch drin. Dann bauen wir was ab, dann haben wir sie nicht mehr. So, was gab's denn Schönes? 500 Eisen. Ja genau, jetzt haben wir nämlich hier diesen Schnellreisepunkt und das ist eigentlich ziemlich perfekt. Deswegen habe ich vor uns die Flagge eingenommen. Ich würde bloß nochmal eben schnell gucken, ob nicht doch irgendwo noch... Ja, da haben wir es doch. Gibt doch keine Mission ohne Kiste hier. 162 Schrott und eine Pistole. Yay! Wie praktisch. So, wo war denn das Ding? Hier vorne, oder? Ja. Geht nämlich eigentlich echt alles relativ fix. So, wir sind hier. Ich glaube, den Punkt hier hatten wir eingenommen. Da machen wir dort noch die andere Mission. Und dann die Hauptmission. Und dann haben wir das Gebiet gleich fertig. Na, das wird interessant. Mal gucken, wer gesucht ist. Der Iroman? Also dieser Spruch, ich sollte meine Fähigkeiten nutzen. Das ist einer der dümmsten Sprüche. Ich wollte eigentlich die Mission aktiv machen. Ja.
Einer der dümmsten Sprüche, die ich in dem Spiel hier gehört habe. Hä? Sind wir jetzt doch wieder da lang? Okay, hier hinten. Ach Mist, hätten wir gleich zusammen eigentlich machen können. Naja. Ja, ist irgendwie einer der dümmsten Sprüche, die ich in dem Spiel hier kenne. Ich meine, er ist verändert. Das Einzige, was ihn am Leben hält, ist, dass er halt heftige Fähigkeiten nutzen kann. Und effektiv dann dieser Spruch, ich sollte meine Fähigkeiten nutzen. Nein. Kommst nur darauf. Ich würde das ohne versuchen. Irgendwie doof. Ja, wir kommen nicht mehr da drüber. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich hier die Schnellreise benutzen. Hat jetzt wieder ein bisschen Zeit gefressen. Gesucht Schädelsprenger. Aber das zeigt's doch hier hinten jetzt an. Ich glaube einfach, diese Navigation ist schon wieder völlig für den Arsch. Ja, nee, hier ist schon richtig. Wer weiß. Es kam jetzt heute nochmal ein kleines Update. Ich habe nicht genau geguckt, was drin ist, aber ich hoffe einfach, dass die lieben Entwickler die ganze Multiplayer-Geschichte mal verbessern, weil nach dem letzten Update ist Multiplayer fast gar nicht mehr spielbar. Also zumindest nicht im Crossplay. Ich weiß nicht, wie es aussieht, wenn alle auf Computer spielen, aber ich spiele halt mit jemandem mit Xbox alte Generation und der andere ist Xbox neue Generation und das zu dritt in Kombination, aber selbst auch zu zweit, egal mit denen von beiden, ist einfach aktuell, macht's keinen Spaß mehr. Weil man ist am Ende 4 Stunden lang online und schafft gerade mal 2-3 Missionen, weil bei jedem Start der Mission fliegt einer raus oder es backt so dolle rum, dass man keine Fähigkeiten mehr benutzen kann. Ich weiß nicht, es war ganz am Anfang schon mal ziemlich schlimm, dann ging's mal mittlerweile ein bisschen besser, immer noch nicht gut, aber besser. Und als jetzt vor 2 oder 3 Tagen ein Update kam, seitdem ist es eigentlich schon fast nicht mehr spielbar. Und das finde ich sehr, sehr ärgerlich. Weil das Spiel ist nun mittlerweile fast 2 Monate, glaube ich, draußen. Und da sollte man doch zumindest schon mal die größten Kinderkrankheiten irgendwie ein bisschen ausgemerzt haben. Kacke, habe ich die Lavageschosse jetzt komplett verschossen? Ich quatsche hier so viel rum und konzentriere mich irgendwie gar nicht drauf. Wir haben hier auch noch einen Boss. Jetzt haben wir wieder Lavageschosse. So, jetzt, ja, wir können wieder nur einen fehlen. Ne, wir haben 2 bekommen, sehr gut. Er ist irgendwie ganz schön heftig, der Boss. Ich bin am überlegen, ob wir erstmal die anderen holen. Müssen mal wieder warten, bis der Lebensentzug sich regeneriert. Kann ich den einäschern? Den können wir einäschern. So, Lebensentzug geht. Wieder volles Magazin. Und volle Kanne auf den Kopf rauf. Ja, jetzt müssen wir es mal lassen. Dann haben wir die Lavageschosse jetzt verspielt. Oh, shit. Shit, 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 shit. Oh Gott, das war knapp. Hä? Wo denn? Wo kam er denn her? Ach nee, wir hatten noch Lavageschosse. War noch ein 2. Magazin. Die machen echt heftig Schaden. Wir sind noch auf der 9. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Ah, jetzt kommt noch so ein gepanzerter. Da ist eigentlich immer das eine ganz geile Variante. Bin mir nicht sicher, ob das wirklich schneller geht als mit einer normalen Waffe gerade. Ich glaube, Lavageschosse und Dings ist die bessere Variante. Ja, perfekt. Haben wir hier hinten noch ein paar kleine und dann haben wir es doch auch schon wieder geschafft. Dann können wir die Story-Mission weitermachen. Und haben das Gebiet auch komplett abgefrühstückt. Wir müssten noch ein Magazin haben, genau. Dann gehen wir jetzt mal ein bisschen auf Nahkampf. Dann kriegen wir das hier schneller gelöst. Ja, also nochmal um zum Thema zurückzukommen. Ich hoffe halt wirklich sehr, dass das Update, was jetzt gerade eben vor Spielstart geladen wurde, irgendwie ein bisschen was verbessert. Es ist halt ärgerlich, man nimmt sich Zeit, man hat Bock, ohne Ende zu zocken, geht halt online und alle 3 Minuten fliegt irgendjemand raus aus der Gruppe oder man macht halt eine Mission und kurz vor Ende verliert das Spiel die Verbindung und es waren einfach wieder komplett, keine Ahnung, 10, 15 Minuten verschenkte Lebenszeit. Man darf halt auch nicht vergessen, das Spiel kostet 50, 60 Euro, hat mittlerweile Millionen Spieler, also da ist echt viel Geld reingeflossen. Darf man auch erwarten, dass es funktioniert. Dass so die ersten Tage ein bisschen Probleme gab mit Crossplay, okay. Haben sie auch relativ schnell gelöst.
Das war schon ganz cool. Also, cooler wäre es natürlich gewesen, wenn es von Anfang an funktioniert hätte, aber ich sag mal, damit kann ich noch leben. Aber dass nach der Zeit jetzt mittlerweile irgendwie alles noch schlimmer wird als am Anfang, ist auch nicht so die Lösung. So, wir haben die beiden Nebenmissionen fertig. Wir müssen die Mission weitermachen, Relikte. Ist die Frage, haben wir hier auch einen Schnellreisepunkt bekommen? Was sagt uns Navi? Das Navi sagt hier hinter. Ja, wir haben einen Schnellreisepunkt bekommen. Hatten wir jetzt hier schon eine Kiste gefunden? Nicht so viel Quatsche, kann ich immer irgendwie dabei immer nichts merken, was ich schon gemacht habe. Hier oben waren wir auf jeden Fall noch nicht. Komm, lass es irgendwo blau leuchten. Ist eine offene Kiste, aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir die gerade geöffnet haben. Aber eventuell gibt es auch einfach keine. Nö, sieht irgendwie nicht danach aus. Na gut. Warte mal, da hinten. Ne, ist bloß Munition. Aber trotzdem mal noch schnell auffüllen. Dann stellen wir mal auf Weltstufe 10 um. Wir bekommen noch eine Belohnung. Mal gucken. 10 Titan. Eine lila Pistole. Wir werfen sie einfach mal mit drauf. Na, und dann nehmen wir den Schnellreisepunkt, reisen wieder zurück. Machen die Hauptstory weiter. So, das haben wir Stelle einen Empfänger, genau. Wo schickt uns das Navi jetzt hin? Da waren wir doch gerade. Ich glaube nicht, dass das richtig ist. Ich glaube eher, wir müssen hier gerade weiter. Ah, das ist auch so ärgerlich mit dem Navi, aber ich möchte mich nicht mehr drüber aufregen. Ich habe mich schon so oft drüber aufgeregt. Räume den Hof frei. Also ich würde schon sagen, ja, jetzt sagt es nämlich, dass wir hier lang müssen. Alles klar. Die uns schon bemerkt? Nö, noch nicht. Knochenknacker. Ich glaube, den müssten wir uns erstmal holen. Nö, obwohl er so schlimm gepanzert ist er gar nicht. Treff bloß nicht richtig. Würde ganz gerne zwei bekommen mit dem Lebensentzug. Jetzt müsste es passen. Ja. Ah, nicht wieder so einer, der voll auf Nahkampf geht. Hab ich gar keine Lust zu. Wow, haben wir gerade Schaden bekommen. Müssen wir doch mal ein bisschen aufpassen. Brauchen. Was? Ach, rechts hinter uns war noch welche. Ach, shit. Ist aber nicht so schlimm, wir waren eh gerade erst Anfang Weltstufe 10. Das heißt, wir haben nicht wirklich Weltstufe verloren. Aber irgendwie kam die hier hinten lang gerannt. Ich habe das nicht mitgekriegt. Wir müssen uns idealerweise als erstes mal um den Boss kümmern. Na, der ist irgendwie echt nervig. Aber irgendwie lässt uns das Spiel auch nicht. Erste Magazin gleich weg. Zweites Magazin drauf. Wir brennen halt auch so heftig, ne? Ah, nicht wandernde Flamme. Och nö. Wir haben bloß noch 15 Schuss. Ich hätte ganz gerne zwei Leute, die ich mit meinem Dings treffe. Ja. Dann können wir die jetzt nämlich mal erstmal ausschalten. Bis der Boss kommt von hinten. Und damit war es das nämlich schon mit den Lava-Geschossen. Ah, Alter, der hält so verdammt viel aus. Wir müssen uns erstmal um die Kleinen kümmern. Den brauchen wir am Ende einzeln. Oh, oh, oh. Lass mich in Ruhe. Hey, um den müssen wir uns separat kümmern. Scheiße, wir sind gleich wieder tot. Ich hier nicht bald mal in die Nähe komme, um den Lebensentzug zu machen. Können wir jetzt bloß bei ihm... Ach du Scheiße. Gut, das war's gleich. Nee, das überleben wir nicht. Ach, Mist. Gut, Weltstufe 10 ist doch nochmal eine Hausnummer. Ich würde es jetzt nochmal probieren. Wenn wir es nicht schaffen, dann gehen wir halt auf die 9 runter. Aber wir sind trotzdem eine Stufe aufgestiegen. Ist nur gut, dass wir am Anfang der Weltstufe stehen. Somit verlieren wir halt zum Glück nichts. Aber irgendwie brauchen wir hier eine andere Taktik. Wir haben halt irgendwie kaum Deckung und die kommen von allen Richtungen. Das ist halt irgendwie äußerst beschissen. Müssen eigentlich idealerweise erstmal die ganzen Kleinen wegkriegen. Weil der Boss hält verdammt viel aus. Ist halt das Problem. Hä? Warum seid denn ihr jetzt hier? Ich habe einen Lebensentzug vergessen. War ein bisschen doof. So, die wandernde Flamme kommt schon wieder.
Wir müssen halt irgendwie auch versuchen, ein bisschen in Deckung zu bleiben, was nicht so easy ist mit der wandernden... Ach, komm schon. Mit der wandernden Flamme im Rücken hier. Ja, die machen echt gut Schaden. Und ich krieg mich nicht geheilt. Und kann halt auch nicht lang genug in Deckung bleiben, weil die ganze Zeit diese scheiß Flamme hier rumkommt. Weiß nicht, ob wir den eingeäschert kriegen. Ja, schaffen wir. Aber Lavageschosse dafür schon vorbei. Ja, wir können diese Muni-Auffüllung mit Lebensentzug natürlich auch ohne Lavageschosse nutzen. Das ist jetzt nämlich ein bisschen die Kacke hier. Wir brauchen Deckung. Den normalen Geschossen, ihr seht, ich krieg den ja fast nicht tot, aber der Lebensentzug von den Schüssen ist zumindest schon mal stark genug, dass wir hier gegen ihn kämpfen können, ohne dass wir sterben. So, komm, jetzt haben wir dich gleich. Warum habe ich mich denn eben so dumm angestellt? Ich habe wieder den Lebensentzug vergessen. Ich muss da noch ein bisschen reinkommen. Das war ja jetzt eigentlich easy. Ja, manchmal ist es einfach nur eine kleine Taktikänderung, ne? Anstatt hier vorne zu bleiben, wieder ein Stück zurück. Man weiß halt auch vorher nicht, kommen die Typen hier hinterhergerannt oder bleiben die in ihren Verstecken. Ist ja halt auch bei Gegnern oder von Gegner zu Gegner unterschiedlich. Ja, ich habe den Lebensentzug vergessen. Ist ja gut. Brauchen wir bei denen jetzt aber auch nicht mehr. So. Ach, hier kommt noch ein Boss, natürlich. Nein, nicht einfrieren. Na, komm doch raus. Ich würde sagen, wir gehen wieder hier hinter, dann haben wir die da drüben nicht an der Backe. Dann haben wir hier ein bisschen Deckung durch das Teil hier. So, volle Attacke drauf. Am besten nochmal einäschern. Nein. Nicht einfrieren. So, die anderen lassen uns in Ruhe. Die bleiben hinten. Treff bloß gerade so absolut gar nicht. Ach, geh doch weg. Nein, nein, nein. Lass mich in Ruhe. Lass mich doch in Ruhe. Dürfen wir jetzt nicht gegen den sterben, das wäre richtig ärgerlich. Aber gleich haben wir Lavageschosse. Und jetzt gibt es hier mal volle Bude auf dem Kopf. Seinem scheiß Einfrieren immer, das ist eigentlich so das, was nervt. Aber jetzt haben wir ihn gleich. Geil, 540 Schaden oder so pro kritischen. 564 sogar. Da ist natürlich Schicht im Schacht für den. Haben wir es jetzt mit den Bossen? Ich würde jetzt ganz gerne die Kleinen noch besiegen. Und dann mal wieder eine Sekunde Zeit zum Atmen haben. Kommt denn der lang? Kommt der hier oben lang? Dich haben wir. Dich kriegen wir auch noch. So. Und da haben wir es. Geil. Räume die Felsen weg. Machen wir sofort. Ich würde nur ganz kurz nochmal schauen, wie immer, ob wir ein Kistchen finden. Da hinten ist Muni. Das ist Muni hier. Hier ist nichts weiter am... beides gleich nebeneinander. Perfekt. Das Spiel hat uns erhört. Leichtes Maschinengewehr. 5800 Schaden. Das ist natürlich mal eine Hausnummer. Wir haben aktuell 4,8. Ein 100er Magazin. Was hatten wir hier drauf? Du erhältst 30% des kritischen Schadens als Leben. Oh cool, hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Aber eigentlich ziemlich geil. Kritischer Schaden, Schaden auf kurze und lange Distanz. Ja, mir gefallen halt die Stats hier prinzipiell besser. Ich sage es, wir haben hier eine 29, hier eine 27 vom Item Level. Das heißt, wir können die Waffe eigentlich auch bei Zahedi mal wieder ein bisschen hochbringen. So, hier hat man bloß ein paar Stiefel. Aber das läuft auf Waffenstärke raus. Das ist Max-Leben, also möchte ich das nicht haben. Wir machen den Spaß gleich mal hier wieder zerlegen. Haben wir hier noch auch Max Leben. Wie gesagt, ich wäre von den Stats definitiv hier ein bisschen mehr auf Waffenstärke gehen. Wir sehen ja gerade, was es bringt, gerade mit den Lavageschossen noch. Das ist schon geil. Und wenn wir den kritischen Schaden 30% auch noch als Leben bekommen,
Da müssen wir halt wirklich nur drauf achten, dass wir die Lavageschosse dauerhaft aufrechterhalten und schön kritische Treffer machen, dann sind wir eigentlich so gut wie unbesiegbar. Aber nur so gut wie. Wir machen an der Stelle erstmal Schluss. Ich danke euch fürs Zuschauen. Morgen 17 Uhr geht's weiter. Bis dahin. Macht's gut.